Tanja! Tanja! Oh nein, Tanja! Oh nein! Gute erste Runde, guter Start, Tanja. Der schlechteste Imposter-Start jemals. Hey, Leute! Was geht? Kann, willst du nicht mit mir reden? Doch, ich hab mit dir gesprochen. Was geht? Achso, Tanja hier mit... Kahn, Hallöchen und... René, hallo und... Claudio. Warum bist du so laut, René, heute? Boah, ich hab auch gerade... René hat mich gerade richtig weggeballert, okay. Leute, heute mal wieder eine Among Us-Runde XXL. Ihr wisst, alter Schuh, ihr wisst Bescheid. Bis gleich. Yay, mit Claudio, was ist los? Jawolski, das ist doch schön. Das ist doch, das startet doch gut. So kann ich mir doch das vorstellen, hör mal. Wie schnell war das bitte? Ey, die Kopfhörer bringen gar nichts, ne? Ey, wo war das gerade? Kann ich euch entstumm tun, Tanja? Tanja ist es. Tanja! Tanja! Oh nein, Tanja! Oh nein! Kahn, Tanja, was ist los? Also Kahn kann es nicht sein, Kahn ist bei Navigation, ich bin gerade reingelaufen. Ja. Wer war denn? Ach, warst du das, der gerade reingelaufen ist? Ja, ich bin gerade reingelaufen zu dir, ich hab dich, aber ich glaube, ich hab Tanja, was möchtest du denn zu deiner Verteidigung sagen? Oh nein, Tanja, wie schlecht! Ich will nichts mehr sagen! Wo denn? Ich muss ehrlich gestehen, ich brauche auch nicht mehr, ich vote Tanja, also sorry Tanja, es tut mir leid, aber ich muss, also... Gute erste Runde, guter Start, Tanja. Der schlechteste Imposter-Start jemals. Vor allem Tanja wird auch Kahn. Warum willst du denn Kahn? Es tut mir leid, Tanja. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Was ist denn passiert? Ja, erzähl mal, Tanja, bitte. Also, ich habe auch umgestellt. Man kann jetzt nicht sehen, ob jemand Imposter ist oder nicht. Wenn er rausgevotet wird, okay? Ja. Hört ihr mir zu? Ja, wir hören dir zu. Okay, ja. Das bei Tanja war ja offensichtlich. Heute machen wir es mal ein bisschen spannender. Man kann nicht sehen, wer Imposter ist. Also zumindest, wenn man spielt. Ach, Tanja, es tut mir echt leid. Tanja, kannst du einmal kurz erklären, was passiert ist? Ja, kann ich. Ich habe gedacht, ich bin mal ein bisschen mutig. Und wollte halt direkt am Anfang jemanden bei Electrical killen. Und es war halt keiner da, außer mir und Grau. Und ja, dann waren da halt plötzlich doch Leute da. Ja. Das war echt ganz schön traurig, muss ich sagen. Ja, das ist echt traurig. Okay, ich habe nur gesehen, mir wurde Report-Button ins Storage angezeigt. Storage beim Benzin. Oh. Du warst mit mir und zwei weiteren Leuten bei... Nein, blau ist safe. Ich bin Richtung Shields gegangen, habe meine Task gemacht. Ich habe René lange nicht gesehen, aber ich habe Kahn ist hundertprozentig safe. Also blau ist es auch nicht. Ja, ich war auch oben. Claudio kam von dort. Von wo? Okay, Claudio? Nee, ich bin doch... Aber wann denn? nee, das stimmt nicht. Ich wollte Licht machen, Claudio kam von Storage. Nee. Wer war Lichter machen? Ich nicht, aber ich war auch gar nicht in der Storage in der Nähe, kam. Das musst du doch bestätigen. Aber da steht, ich hab dich nicht gesehen, ich hab nur blau gesehen. Also entweder bist du's oder orange. Aber Kahn, bei mir sind die Lights aus. Ich habe orange gar nicht gesehen. Ich verstehe das gerade ehrlich nicht. Aber wieso hast du mich dann gesehen? Davor, Kahn, bei Navigation. Ich rede von Navigation. Ich war schon lange nicht bei Navigation. Doch, wir sind von Admin zusammen zu Navigation gelaufen, Kahn. Ja, aber du bist nach links dann gegangen. Links nach oben, Kahn. Nicht nach unten, das musst du gesehen haben. Ich bin nicht nach Storage gelaufen. Also entweder ist es orange oder Claudio. Hotte Gurke hat gerade Tanja auch als erstes gesasst, oder? Ja.
Stimmt, ja, stimmt. Ja, dann kann es Hotte Gurke ja eigentlich nicht sein. Ja, okay, ja, gut, Claudio. Dann votet mich und macht viel Spaß, Leute. Ja, ich meine, es ist ja nur noch ein Imposter. Das heißt, den einen können wir uns jetzt mal erlauben. Ja, also schenkt euch mal den einen und votet Claudio raus. Viel Spaß dann. Danke. Ja. Also klar, Orange kann es immer noch sein, aber wäre schon sehr unwahrscheinlich. Wollte ich gerade sagen, Orange hat halt, wie du gesagt hast, Daniel rausgefunden, ne? Oh, Claudio, es tut mir so leid. Sehr gut, Claudio. Oh, Claudio, ihr beiden, ihr wart die schlechtesten Imposter. Was für eine schlechte Imposter-Runde. Was heißt denn schlecht, Kahn? Ich wollte dich erwischen, aber dann ja. Die Among Us-Runde in der YouTube-Geschichte. Kahn, ich hätte dich am Anfang erwischt, aber in der Gäschen, wo du alleine warst. Aber dann hat eine Kurzschlussreaktion wieder mal gehabt und ja. Also die Gurke spielt echt gut, muss ich sagen. Ja, ich hatte halt leider Pech, dass sie gesehen hat, dass ich von da kam. Die Gurke ist noch öfter dabei. Mhm. Na gut. Jetzt nochmal eine Chance mit Kahn. Ob ich das verdient habe? Eher nicht. Eigentlich eher nicht. Aber gut, ne? Oh Mann, ey. Unangenehm. Claudio? Im Reaktor habe ich ihn gefunden. Im Reaktor, okay. Also es war auf jeden Fall Lime und Blau relativ gut. Ach so, sorry, ich war auf Dings. Also es war ein Reaktor. Es war auf jeden Fall. Ja, stimmt. War auf jeden Fall ein frecher Kill, weil da waren ganz viele Leute. Also oben bei Upper Engine habe ich jetzt noch viele gesehen. Also ich war ja nur kurz mit dir, mit Claudio und ich glaube Pink war auch noch bei Electrical, oder? Und Grau. Aber danach seid ihr, glaube ich, irgendwann raus. Also okay, dann da waren halt oben bei Upper Engine mehr. Könnte natürlich einer von denen gewesen sein. Das wäre aber schon echt frech, kann ich mir bei denen nicht vorstellen. Und sonst habe ich da keinen gesehen. Hast du irgendwas gesehen, René? Nee, also gesehen, wer es sein könnte, nicht. Aber ich habe ja schon geschrieben, dass ich mit Lime und Blau in Edmund war und die deswegen auf jeden Fall sichern kann. Okay. Und Orange und Gelb waren auch zwischendurch dabei, also die auch eher nicht. Okay, genau, wer bleibt dann über noch? Gar nicht mehr so viele. Danja, wo warst du? Ich war bei Electrical und habe mich dumm angestellt bei dieser Task, wo man auf diese, wie heißt das, wo man da drauf drücken muss und dann dreht sich das immer. Warte mal, wer hat gerade Kahn gesaved? In Electrical. Gelb. Gurke. Ach, Gurke und, auch. Und Nick, okay. Ja, ich skippe erstmal. Ja. Also, wir haben noch Zeit, ist ja gerade mal einer erst. Ja, genau. Aber. Zumindest. War wieder klar. Warum werde ich gevotet? Danja? Ich hab dich nicht ja, gevotet. Ja. Ja, als ob. Wieder so ein random Vote. Aber für den Kill bleiben nicht mehr so viele Leute übrig. Ich glaube, ich muss tatsächlich. Die Gurke erledigen, weil das ist schon echt stark, was die Gurke da macht.
hier jemand? Warum stehst du da jetzt rum, René? Jetzt hau doch einfach ab. Das hätte so gut werden können. Schwierig. Okay. Wo? Navigation. Aber ich habe, es war jetzt niemand mehr in der Nähe. Okay. Okay, ich kann wieder Lime rausnehmen, weil Lime mit mir in der Electrical war. Ist ja auch relativ weit entfernt. Also ich ging gerade oben den Gang bei Mad Bay Richtung Cafeteria. Also war aber alleine. Ich war alleine. Also irgendjemand hat die Tür bei Electrical zugemacht. Da waren wir, glaube ich, mit Gurke, ja, mit Nick und mit Bubble, glaube ich. Ja, drin. Genau. Und René, du standst ja vor der Tür. Genau, ich musste gerade rein, als ihr rausgekommen seid. Okay. Ja, es könnte, also Blau war ein bisschen sus tatsächlich, weil nachdem Blau kam, war die Tür dann zu und dann waren wir zu zweit und ich dachte, jetzt kommt ein Doppelkill vielleicht. Aber zum Glück stand René dann da. Als wir uns gesehen haben bei Electrical, war Anna dabei? Nee, ne? Lime sagt gerade, also Grau war mit Gelb unterwegs. Okay. Also ich habe Pink die ganze Zeit nicht gesehen. Ja, weil ich war, bevor ich zu Electrical gegangen war, oben links, da war Anna auch nicht. Das heißt, dann muss Anna eigentlich so in der rechten Hälfte ungefähr gewesen sein und das wird halt schon passen. Aber würde ich jetzt trotzdem erstmal nicht voten, nur so als Gedanke. Ja, ich frag mal, Anna, was mit dir? Also, wie gesagt, Blau habe ich zwischendurch gesehen mit, war Grau mit uns in Electrical dann ja? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich dachte, jetzt kommt wirklich ein Doppelkill. Halt, aber es kann halt auch schon länger her gewesen sein. Ja, ich hätte auch gedacht, jetzt war es das. Also ich hab jetzt geskippt. Wer votet mich denn immer? Ich nicht. Danja, hörst du mal auf damit langsam? Es nervt. Schon mal gut. Also jetzt müssen wir weitermachen. Ich muss auf jeden Fall die Gurke irgendwie loswerden. Okay, was gesehen? Grau war mit mir auf jeden Fall gerade in Navigation. Okay. Okay. Oh. Nee. Okay. Das stimmt einfach nicht. Nee. Das stimmt einfach nicht. Also ich weiß, ich kann jetzt alles sagen, wenn jemand sowas sagt, aber das stimmt einfach nicht. Also mich würde jetzt erstmal interessieren. Also das war die Task, wo man den Schalter umgelegt hat. Okay, und warum sollst du die, Und warum? Wie kommst du drauf? Erschien bisher immer ziemlich unschuldig. Find ich. Also bisher hast du dich noch gar nicht sus gemacht, deswegen. Also, sagt, der Balken, also ich kann's ja, kann manchmal ein Bug sein. Ja, also ich kann es auch verstehen, wenn ihr mich votet, weil so eine Anschuldigung, die ist dann schon ziemlich drastisch, aber ich bin es definitiv nicht. Ja, also bisher läuft es eigentlich ganz gut, die Tasks sind auch ganz gut, deswegen müssen wir eigentlich nicht voten. Also Visuals sind off. Ist manchmal ein Bug. Ja. Wie gesagt, ist glaube ich nicht so schlimm, weil wie gesagt, mit den Tasks sind wir gut voran bisher gekommen. Jo, ich bin jetzt auch fertig. Also ich habe auch nur noch eine Task, muss nur noch den Upload fertig machen und dann ist fertig. Ich habe noch zwei. Oh, ja, das war knapp, René, auf jeden Fall. Das aber Grau, guck, bisschen. Grau ist immer noch und Grau war mit uns, meine ich, in Electrical. Deswegen bei Grau aufpassen. Ich habe Grau und Blau irgendwie im Gefühl und Anna vielleicht. Thank you.
Hi, Gurke will jetzt mit mir rumrennen. Gurke, du musst wissen, du lebst bei mir sehr gefährlich. Tendenziell. Okay, alles klar, ich nehme alles zurück. Das war ein Säckel bei Electrical, ne? Ja. Okay. Jemand sagt Danja. Was sagst du dazu, Danja, zu deiner Verteidigung? Also ich stand auch in dem Stack, also hätte es mich auch erwischen können. Also Gurke war noch dort. Und noch irgendjemand. War es denn bei Electrical? Es war bei Electrical, ja, bei den Lights. Also Ich würde jetzt am ehesten, also wenn ich das richtig verstanden habe, du, Hotte Gurke und Anna, richtig? Ja. Okay. Ich würde, glaube ich. Und halt Grau, aber der ist ja. Achso, ja klar. Genau. Also ich muss sagen, ihr drei seid halt sass. Einmal Hotte Gurke, weil reported bei Stackkill. Aber ich glaube, ja. Hotte Gurke ist zu klug, um da zu reporten. Ne? Das war auch nicht. Und ich glaube, wenn man Stackkill macht und direkt reportet, dann macht man das ja eigentlich relativ schnell danach. Und das war, glaube ich, so ein Fenster von ein, zwei Sekunden dazwischen. Weil ich kam gerade zu Electrical rein, weil ich Lichter fixen wollte. Und dann war bei mir auch noch der Report-Button. Also ich hatte Anna schon eben. Danja weiß ich nicht. Danja war bisher, habe ich dich natürlich nicht oft gesehen, aber Anna war halt bei der einen Runde extrem sass. Ich gehe, glaube ich, auf Anna. Ja. René, wir kamen ja gerade von Security, ne? Genau, genau. Ja, okay. Ja, dass du mich auch saven kannst, bitte. Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich sage Pink. Du sagst Pink. Hui. Okay, das war knapp. Guck, Blau ist auch immer noch gevotet. Ist halt, finde ich, auch komisch. Mega knapp, ey. Huhu. Knäppchen. So, ich muss jetzt natürlich auf die... Ja, also ich kann Danja auf jeden Fall für den Kill saven. Und ansonsten habe ich nichts gesehen. Also ich bin fertig mit Task. Wo war das denn? Okay. Vor Electrical, das schreibt Bubble. Also ich kam gerade von Security, aber ich war noch nicht da. Security? Also hier, Reaktor Security, dieser Gang. Ah, okay. Also Lower Engine sozusagen. Hm. Bist du dann oben entlang gelaufen, oder? Oder wie gemeint? Warte kurz. Hä, aber wir sind doch, Danja, wir sind doch gerade auf schnellstem Weg eigentlich zu Security gelaufen, oder? Also wir sind gerade oben rum bei Medbay lang gelaufen. Ja. Kam das dann erst durch Storage gelaufen und dann zu Lower Engine, oder? Nein. Ich wollte von Lower Engine zu Electrical jetzt. Genau, aber wie bist du gerade zu Lower Engine gekommen? Von oben, Upper Engine und Reaktor. Ja, aber dann hätten wir uns doch sehen müssen. Ich habe nichts gesehen, wo das Licht aus war. Also ich habe keinen in meiner Nähe gesehen. Vielleicht ist er nach uns unten lang gegangen. Es kann auch sein, wir standen hier relativ lange bei. Also für mich ist Blau halt immer noch sus, sorry. Ja. Lucilla konnte jetzt auch keiner. Und guck hier, Blau votet auch mich. So. Sonst kann keiner voten und Blau ist jetzt so auf am Voten. Ja, also. Deswegen ist es für mich ganz klar Blau. Ja! Ja! Was? Yes! Ja, Danja, perfekte Runde, ey! 5000 Aber IQ. Ich hatte am Ende ein bisschen Angst, weil ich die Wegbeschreibung, ich nicht wusste, dass ihr da seid, aber du hast ja nichts gesagt. Da war ich dir auf der Spur. Ja, aber da musst du auch Danja vorher sagen, wo du mit René bist, damit du mir helfen kannst.
Ja, es tut mir leid. Ich wollte uns nicht verdächtig machen. Ja, aber dass du mit René sagst, ja, wir waren da und da. Aber gut, ich glaube, ja. Selbst wenn ich dich noch rausgewortet bekommen hätte, das wäre, glaube ich, dann sowieso nichts ja, geworden. Ja, das, warum ich vielleicht ein bisschen nicht ganz auf deiner Spur war, weil ich hätte dich auch die Runde davor schon bei Security killen können. Okay. Ich freue mich, das war, PS5 endlich mal wieder ist eine wieder gute, da. Das war endlich mal wieder eine gute Imposter-Runde. Kans PS5 ist da, René. Aber René, beim nächsten Mal bitte bei 7 Leuten niemals voten. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ich muss hier runter. Was? Ey, dann werde ich hier einfach mitten auf dem Gang erwischt, oder wie? Warum macht denn keiner hier jetzt? Na, ich glaube, Gelb hat nicht gefaked. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber es macht auch keiner die Task. Ach, das ist meine PS5 wieder, grüß dich! Dankeschön. Oh, oh, dass es René mal erwischt hat, das ist echt lange her. Wo? Ja, ich hätte vielleicht mal auf die Karte. Kahn, wer war mit dir die ganze Zeit? Meine PS5! Ja, Kahn und Gelb ist safe, also. Ich habe die relativ am Anfang gesehen, die sind das, also es macht auch Sinn vom Laufweg her. Die sind nach unten gelaufen, dann wieder nach oben, das macht absolut Sinn. Danja, wo ist denn jetzt die Leiche? Unten in der Mitte, also wenn du. Warte, ich mach mir kurz eine Map auf. Draußen oder drin? Draußen. Mittig bei Office Storage Wu. Claudio, du kamst natürlich auch von da unten, ne? Ich kam von Admin, also es macht absolut keinen Sinn. Nein, du kamst von unten. Ja, von Specimen, Kahn. Da kann man nicht warten oder so, nix. Ja, aber nach. Wo ist es denn jetzt, Mann? Na, unten draußen in der Mitte. Ja, draußen in der Mitte, kann ich komme nicht von draußen. Mann, mach jetzt mal eine Map auf oder so, ehrlich. Ja, ich bin gerade dabei. Ey, du bist so anstrengend heute wieder. So, ist das die hier? Ja, das ist die hier, aber hier steht ja gar nichts. Aber kann ich habe mit Riri noch vor, sagen wir... Schreib rein. Weapons. Okay. Ja, das ist in der Nähe von Admin, das ist direkt dahin, aber das ist nicht mittig, das ist unten links. Ja, ich würde erstmal skippen, ich skippe. Oh nein. Meine PS5 musste gehen. Nein! Ich hätte fast die PS5 bekommen heute, aber naja. Hab ich gesehen. Kommt in 2 bis 4 Werktagen. Traurig, ne? Ist erstmal nicht lieferbar. Ja. Jetzt erstmal Richtung O2. Das Licht ist schon wieder aus. Okay. Schon wieder, Danja? Danja, schon wieder? Ja, Danja, sag was. Es ist wieder da, das ist wieder vor Weapons, also ja. Gleiche Stelle. Nee, oder jetzt ernsthaft, Danja? Ja. Kann es Claudio oder Danja sein? Aber warte, warum Claudio? Ich glaube aber nicht, dass Danja wieder reporten würde.
Orange ist safe, weil er war bei mir oben. Ich habe dieses Labyrinth gemacht. Ich frag mal, ob Riri das bestätigt. Ja, frag ruhig Riri. Also wenn er es nicht bestätigt, dann... Ja, ich hab Claudio, ja, ich hab Claudio auch danke. Gesehen, okay. Boah. Ich werde jetzt nicht so voten, spielen? Weil es einfach klug ist als Crewmate, aber Daniel, du hast zweimal diese, du hast zweimal jemanden reportet und das machst. Ja, aber was soll ich machen? Soll ich nicht reporten? Ja, aber das machst du halt gerne, wie in der letzten Runde. Du killst jemanden, dann machst du aus Versehen reporten. Nee, das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe kein einziges Mal jemanden reportet, den ich gekillt habe. Naja. Ich skippe. Ich habe nur Kahns Kills reportet. Und auch nur einen. Ja, kannst du trotzdem wählen? Oh, wir drei. Oh. Okay. Okay. Warum ich, weiß natürlich wieder keiner. Ja. Wahrscheinlich der Imposter als Troll. Ich wusste es. Hey. Ah, okay, Riri ist auch. Ja, okay. Hatte ich auch schon gedacht. Was hat mit dem Kill-Cooldown los? Jetzt hat er uns beide erwischt. Was für ein Dude. Ich wusste es. Weil, aber Claudio, hättest du mich nicht gekillt, hätte ich dich auch definitiv rausgevotet, weil das Licht war gar nicht aus. Und du sagst, lass mich das machen. Ja, ich weiß, dass Lights prefixen kann. So, das nennt man so. Ja, aber... Ja, ich hätte dich auf jeden Fall rausgeworfen. Nee, ich wollte... Gut, ihr müsst nur noch eine Person rausworfen, dann habt ihr gewonnen. Mit Riri. War mir klar, dass ihr euch beide saved. Wer ist denn noch mit dir zusammen, Claudio? Riri. Ah, Riri, okay. René, was hast du eigentlich dazu? Claudio ist dreckig, das sage ich dazu. Ich hab dich doch gar nicht erwischt, René. Trotzdem. Komm schon, ey, wenn einer von euch jetzt rausfliegt, dann ist gut. Okay, Danyati. Oh, schon mal Claudio auf der richtigen und Orange. Spur. Sehr gut, Danyati, sehr gut. Die Luft wird dünner, Claudio. Danyati, mach mehr. Mehr damit. Genau, Grün hätte mich auch killen können, also ist es Grün nicht, Claudio und Orange. Ey, das wäre so gut, wenn ihr jetzt noch rausfliegt. Komm schon. Die müssen sich nur jetzt erstmal auf einen natürlich einigen. Ja, also es wäre. Ja. Nein. Hä? Nein. Warum boten denn alle? Oh, okay, ja gut. Damit haben Claudio und Riri gewonnen. Ja, nicht schlecht. War okay. Ich muss auf jeden Fall den Kill-Cooldown mal ein bisschen höher stellen. Ach so, jetzt auf einmal. Ja, das war ein bisschen zu schnell. Lass den Kill-Cooldown. Ja, lass den doch so. Gut, war eine gute Runde. War eine gute Runde. Ja, natürlich. Lucilla, Anna, Isabel, Jem, Khan. Ja, komm, es sind ein paar neue. Wo ist dein Claudio-Fan? Okay, let's go. Viel Erfolg, Danja. Danke dir auch, Claudio. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Das ist doch langweilig. Bitte tötet mich nicht, ich will nur, dass wir alle sicher wieder landen. Please don't kill me. Thank you. Hallo Isabel, bitte tu mir nichts. Ich will hier eigentlich nur ganz entspannt meine Tasks machen. Ja, ich glaube, gelb ist es nicht. Ich mach erstmal meinen Download fertig. Ne? Ich hab noch Zeit.
Nö, können sich andere drum kümmern. Ich mache jetzt erstmal einen Buddy-Scan. Wurm. Okay, wo? Ich war auch gerade da, das war in... René? René? Wo? Du musst nur in Stumm, René. Ah, ja, schon. Das war in O2. Ja. Und ich habe gerade eine Task gemacht, deswegen habe ich es nicht genau gesehen. Also ich hab Schreib mal rein. Stimmt, genau, ja. Also Danja ist safe, weil sie kam gerade von Medbay und so. Genau, Also, Claudio war auf jeden Fall da, der kam aber, soweit ich das gesehen habe, von oben. Und das wäre, glaube ich, eine komische Taktik gewesen, erst den Kill zu machen, dann nach oben zu laufen und dann wieder nach unten zu kommen. Das heißt, das muss eine andere Person sein. Also, ich habe gerade ja O2 gemacht und den Alarm deaktiviert, der gerade ausgelöst wurde. Ja, also, Gelb ist auf jeden Fall auch safe, Leute. War auf jeden Fall mit einer Person in Admin gerade drinne. Nicht mit mir. Also es bleibt eigentlich, sorry, es bleibt, René, du bleibst natürlich auch noch über. Ja, klar, natürlich, klar. Das, aber wo lag er denn genau, René? Der lag ungefähr auf dem Gang. Weil, ist jetzt komisch, aber ich habe die Leiche nicht gesehen. Deswegen wundert mich auch gerade, weil ich erzähle euch, wie das ist. Ich glaube, safe, sorry, ja, aber ich glaube, es ist ein safe Report. Wieso? Weil René sagt, ja, aber warum? Nee, ist jetzt nur meine, vielleicht habe ich mich auch verguckt jetzt. Ich sag's nur, ich worte dich aber nicht. Weil bei mir kamst du nicht vom Reaktor, sondern du kamst von unten bei den Laubblättern. Aber René wird gerade gesaved von Blau. Gut, kann natürlich auch sein, dass das beide Imposter aber sind. Aber wieso denn? Jem ist oben. Jem ist bei Weapons. Moment. Jem kann, ja, Jem kann ihn nicht saven. Also er ist out of range. Also René kann man eigentlich nicht mehr sehen. Oh, du hast die Votes wieder eingeschaltet. Ja. Sorry, warte, René. Blau und René haben geskippt. Oh, okay. Download! Ihr wisst, Leute, immer schön vorher checken, bevor ihr euch was downloadet. Nicht, dass da ein Virus dabei ist. Och, Kahn. Tanja, es ist ein Ding zwischen Gelb und Blau. Ich kam jetzt gerade dahin. Wegen? Es ist ein Ding zwischen Gelb und Blau. Da Blau gerade René in Schutz genommen hat, obwohl René out of range war, ist es Blau verdächtiger. Ja. Nee, Blau hat nein, ja gerade... Nein, Tanja. Nein, wir müssen da bleiben. Also wirklich, nee. Ich weiß nicht... Guck mal, Kahn hat doch gerade dich gesaved, Gelb gesaved. Also ich würde auf Blau gehen. Ja, genau, gehen. Okay, dann ist es richtig. Ich würde auch für Blau voten. Blau hat gerade René gesaved. Ach, ist schon fertig. Ja, es muss Blau sein. Wenn nicht, dann... Ja, wir haben es geschafft! Es war René und Blau! René war's auch? Ja? Ja. Oh, sehr gut. Der gute, ja. Der gute Jam hat mich ein bisschen in die Bredouille gebracht mit seinem Kill auf einmal. Ah, aber wo hat denn der Dash reported? Wir waren da zu fünft und er killt auf einmal ein. Und da musste ich halt auch einen erwischen und dann stand halt immer noch Claudio da und da musste ich reporten. Aber wo lag denn die Leiche? Ich habe die Leiche nicht gesehen. Eine war direkt bei O2, wo man das Ding deaktiviert und die andere auf dem Gang. Ah, also direkt bei dir. Okay, ja. Ah, okay. Kenny Money! Oh, Anastasia ist auch da. War in der letzten Runde auch stark. Hilfe ist da! Hallo, mein kleiner dicker Hefesteck. Danja ist da. Hallo, wo ist Claudio-Fan? Claudio. Na klar. Es geht weiter als Crewmate. Meh.
Okay, René und Lime. Also. Alle leben. Ach, Bubble hat reported. Ich habe im selben Moment reported. Juhu. Electrical, okay. War das, wo die Lichter noch aus waren, genau. Oder? Bubble und ich haben Lichter gefixt und dann sind wir beide nach oben gegangen und dann. Die Imposter sind langsam. Also, ich war mit Danja auf jeden Fall. Danja, wer war bei uns? Danja-Fan habe ich zuletzt mit Danja gesehen. Danja, wer war bei uns nochmal? Ich glaube, Pink müsste es sein. Also Pink war auf jeden Fall die ganze Zeit Pink mit mir unterwegs. Bei ihr. Ja, okay. Alles klar. Ja, passt. Gut, dann ist immer noch... Ja, Claudio und Hefe, ne? Ich bin aber nicht in Electrical. Und, genau, Nick war auch bei euch. Aber ich war nicht in Electrical Khan. Ich bin jetzt gerade bei im Gang von Navigation. Also, das kann keiner bezeugen, leider. Lights sind aus und alles, aber trotzdem... Wir waren im Gang von Navigation. Khan, ich bin jetzt gerade im Gang angekommen, Khan. Schau dir das Video an. Wo bist du gekommen? Gut, der Kill kann ja auch schon ein bisschen her sein. Und ja. War oben also, im Kaffee, ja, kann auch, also... wen hast du jetzt gevotet, Claudio? So, das kannst du gleich sehen. Also Claudio, Hefe und Jojo. Jojo ist bisher jetzt auch noch gar nicht. Aber wieso kann es denn kein... Jojo würde ich auch saven, weil ich war mit Jojo bei Storage alleine. Aber wieso kann es denn kein Self-Report sein und... Das verstehe ich gerade nicht. Also ich war ja bei Bubble. Bubble hätte dann erst nach unten laufen müssen und dann wieder nach oben und das hätte nicht so viel Sinn gemacht. Bei Electrical ventet man ja direkt. Ja. Also Gelb hat mich gevotet, Hefe, okay, ich habe Hefe auch gesasst. Grün hat Gelb gevotet, okay. Ich verstehe nicht, warum ich immer einfach random gesasst werde von meinen Freunden. Khan, du bist noch nicht auf Stumm? Ja. Danke. Ich glaube, Claudio könnte es halt wieder sein. Und Khan. So, wo ist das jetzt passiert? Ja, ich hab's gesehen, oben bei Cafeteria. Ja, perfekt. Ich glaub das. Okay, also Hefe. Ja. Ja. Nein, nicht Hefe! Da muss ich auch gar nicht überlegen, das macht Sinn. Sie war auch gerade bei Electrical nicht da, das macht schon Sinn. Oh, no. Gelb ist es. Auf jeden Fall schon mal, also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, die Frage ist, wer ist der Zweite? Ja, könntest du halt immer auch noch sein, nee, ne? Weil du aus der ersten Runde immer noch nicht gesaved bist. Wenn ich Imposter bin. Ja, aber du bist in der ersten Runde immer noch nicht gesaved. Ja, ist ja okay. Mach ich, aber wenn ich Imposter bin, dann kill ich viel schneller. Na, okay, da muss ich dir auch recht geben. Claudio wollte jetzt einmal kurz zeigen, wie krass er ist. Die können mich ruhig brauchen. Ich meine, wir haben sieben Leute. Wir werden die Runde sowieso gewinnen.
Claudio, schade! Ich höre immer nur so Ausschnitte von Kahns Lache. Ich auch. Claudio, schade! Ja, was sein kann? Ich hab dich gesehen, du bist mit Pink nach oben und hast sie gekillt. Ich hab so getan, als ob ich mit René mitlaufe, aber bin dann nach oben gegangen. Das, okay. Das stimmt auf jeden Claudio. Fall. Was danach passiert ist, habe ich nicht gesehen. Ja, okay, das stimmt, aber wenn es nicht Claudio ist, dann bitte Kahn voten, Freunde. Ja, dann warten wir Claudio und dann sehen wir. Das ist der schlechteste Defense ever. Schlechtester Defense ever. Ja, es ist. Was soll ich denn sagen, Danja? Also, alle glauben ja Kahn, deswegen ist das Problem. Ja, aber es ist auch so. Okay, jetzt schau mal genau hin, Kahn. Jetzt schau mal und sag mal jetzt auch mal in die Kamera, dass es so ist. Jetzt schau mal in die Kamera. Ja, aber du bist Kahn. Mit Pink mitgelaufen. Jetzt guck mal in die Kamera und sag, dass es Claudio ist. Guck mal. Ja, sorry, es tut mir leid, auch wenn du es nicht bist. Du bist mit Dings mitgelaufen mit Pink. Ja! Erwischt Claudio, sowas von erwischt. Ja, das war es halt. Zweimal vor meinen Augen. Oh, das war ja. Du dachtest, ich gehe mit René mit, ne? Ja, ich musste halt jetzt jemanden erwischen, weil ich hier. Okay, letzte Runde. Ruhe jetzt! Nochmal Crewmate. Alles klar. Warte mal. Oh nein, es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid. Okay, komm schon. Also, ich habe Braun gefunden, zusammen mit Blau und ich glaube mit Grün. Wo? Bei Upper Engine. Achso, Upper Engine. Achso, ja, okay. Ja, genau. Claudio ist auch safe. Und Claudio, du bist noch auf Mute. Da war noch jemand mit uns. War das dunkelgrün? Also Danyati? Ich glaube schon, ne? Boah, ich weiß nicht, wenn du ehrlich sein. Ich habe meinen Upload gemacht, also, ich hab's nicht gesehen. Okay, also bei Edmund war das auf jeden Fall. Ja. Aber Danyati wird ja sowieso gerade gesichert von Danyati-Fan. Also, sieht dann sowieso raus. Hm. Okay, hat irgendjemand was gesehen? Banane war zu. Nee, also ich kann eigentlich grün und blau für den Kill saven. Ach, dann war das rote Gurke gerade. Okay. Also Banane kam hier gerade. Wo war nochmal der Kill? Oben links irgendwo? Upper Engine, ne? Upper genau. Engine war also, das im Flur. Banane kam mir vorher, bevor ich zu Edmund gelaufen bin, bei Shields entgegen. Ja, das Banane heißt, kam von Navigation mit mir, René. Okay. Ich hatte, ich hatte Angst, dass Banane mich erwischt, aber da. Ja. Nee, aber Claudio. Claudio ist aber auch safe. Ja, aber dann bleiben doch nicht mehr so viele Leute übrig, die es sein könnten. Kahn und Grau. Kahn, Danja und Anna. Und Grau. Ja. Moment, René, Grau sagt Claudio und. Nein, ich kann es nicht gewesen sein, weil ich werde ja gesaved. Ach, du wurdest gesaved. Sorry, das hatte ich nicht. Ich wurde gesaved. Ach, ja, stimmt. Sorry, von ich hatte, Blau und ich hatte von Danyati. Warte, wo wart ihr zuletzt, René und Claudio? Edmund. Okay, gut. Und, auch Grau und Grau schreibt, wir waren die ganze Zeit da, aber das stimmt, ich bin erst gerade da angekommen. Also ich bin maximal 10 Sekunden da. Ich skippe erstmal. Also ich habe auch erstmal geskippt, aber ich würde Kahn, Anna und vielleicht noch Grau im Auge behalten. Ja, okay, alles klar. Kani Mani! Claudio! Du bist es, oder? Ja. Ich weiß es. Savest du mich? Ja, komm. Ja, save mich mal. Ja, wo bist du? Ich bin bei Mad Bay, komm mal zu Mad Bay. Ja, okay, dann wende, dann save ich dich. Okay, komm, warte. Okay, Kahn sagt mir gerade, er schreibt. Warte, ich schließ ab. Obwohl ich. Komm, Mad Bay! Ja! Wende mal, wende mal! Ah, okay, okay, ich weiß Bescheid. Soll ich dich killen? Gut. Ey, aber bis zur letzten Runde, am Ende darfst du mich verraten, wenn du willst. Ja, okay.
Gut, okay. Komm mit. Ja, warte, komm. Komm mal mit zu Storage. Das gibt's nicht. Es ist einfach Khan. Es tut mir jetzt leid an den Zuschauer, aber ich muss mit ihm in die Liga eingehen. Okay. René? Also es ist vor Mad Bay. Oh, das muss dann gerade passiert sein, René. Ja, und ihr beide seid aus der Richtung. Wir beide sind aus der Richtung gekommen. Ja, da war noch kein, da war keine Leiche. Wer ist denn, war es braun oder grün, René? Grün. Da war noch kein Grün, als Khan und ich rausgelaufen sind. Au, sorry, tut mir leid, mein Handy ist runtergefallen. Also entweder ist dann derjenige nach unten zum Medbay gelaufen und gewendet, das kann sehr gut sein, ja. Oder ihr beiden seid ihr Imposter und deckt euch gerade gegen. Weißt du, ja, okay, René, alles gut, aber warst du nicht gerade die ganze Zeit mit Claudio zusammen? Ja. Ja. Das muss ja nichts heißen. Also der Kill davor, also ich sag ja nicht, dass es so sein wird, aber der Kill davor hättest du ja dann sein können. Ja, alles klar. Sorry, aber... Dein Unterton gefällt mir gerade nicht. Warum bist du gerade so extrem defensive? Ja, ich wollte auch gerade sagen. Moment, weißt du... Also, ja, es ist... Ja. Die Lights gehen auch gerade aus, das macht schon Sinn, weißt du? Die Lights gehen aus, jemand killt ihn und wendet wieder nach unten. Ja, als ob! War doch mit Claudio. Ja, ja. Ja, als ob, du machst jetzt genau die gleiche Geschichte wie bei allen anderen. Ja. Ja, sorry, aber Claudio, ich glaube, Danja ist es. Ja, ich glaube auch tatsächlich Danja. Weil wenn deine Bindung so... Warum, als so schnell, so schnell der Meinung von René. Ja, ehrlich, ich glaube auch, es ist Danja tatsächlich. Von René. Danja ist es. Ja, ich glaube auch, es ist Danja. Hast du das gehört, René? Ja, ich glaube, es ist Danja. Ich glaube, es ist Danja. Ey, es ist safe, Danja. Es ist safe, Danja. Vor allem, ich sag, es ist Danja, ich wollte. Weil nur du, Claudio, warum hast du mich gevotet? Ja, einfach so. Ich hab das gerade gesehen, aber Danja hat mich auch gevotet. Und sonst keiner. Irgendwie komisch, Danja. Das ist natürlich Spaß. Ich weiß ja, dass es... Ey! Ja, okay. Ich weiß ja, dass es kann. Jetzt komm, wo bist du? Aber ich muss also tun, als ob ich es nicht weiß. Versuch, die anderen auszuschalten. Wo bist du? Admin. Ja, warte, ich komme. Komm, wir gehen auf Danja. Okay. Warte. Du musst aber Danja voten. Okay. Oh, jetzt geht Blau dahin. Warte. Ach, Danja ist schon hier oben. Komm mit. Ja. Also komm mit nach oben. Wo sind die? Weiß ich nicht. Ach, guck mal hier. Du bist bei mir, okay? Ja. Okay. Okay. In Admin. Ihr müsst euch ich bin mit Claudio gerade rein. Wo? Okay, also Claudio. Ich habe am Ende Danja und Danja Fan und in Security Anna gesehen. Ja, das kam auch gerade rein. Wisst ihr, wen ich nicht gesehen habe? Claudio. Khan. Doch, hallo, ich war doch mit dir bei René die ganze Zeit. Achso, sorry. Ich habe auch gerade Pink noch gesehen. Danja, wo warst du denn die ganze Zeit? Bei Security. Wenn du zugehört hättest, wüsstest du das. Und da hat René, warst du mit ihr? Ja. Wo war Blau? Dunkelblau war, glaube ich, auch bei Security, oder Danja? Das weiß ich gerade nicht mehr. Weil Blau versucht gerade alle zu saven. Ja, das kann natürlich auch ein bisschen sus sein. Ja, ich glaube, Blau war dann einfach zu. Aber wir sind ja in einer großen Gruppe zwischendurch auch genau, es ging ja um die Zeit, wo wir zwischendurch mit allen Leuten unterwegs waren. Ja. Und klar, das kann natürlich kein hundertprozentiger Save sein. Ja. Ja, also. Wir müssen auf jeden Fall jetzt. Sind da noch zwei Imposter drin? Ja, ja. Oder? Uff. Nee, wir haben keinen rausgerotet. Das heißt, es sind noch zwei Imposter drin. Ja. Okay, Danja, hast mich gewotet, ist mir klar. Ja.
Tut mir leid. Also ich denke blau. Ich denke auch blau. Warum gehst du immer so schnell auf die Meinung von Khan? Weiß ich nicht, weil ich ihn saven kann die ganze Zeit. Wir waren mit Claudio halt zusammen. Ja, ich vote auch blau. Ich glaube, am Ende könnte es pink sogar sein. Oh nein! Oh, ich dachte, du meinst hellblau, Khan. Ach, jetzt habe ich hellblau gewotet. Ach Mann, ist das ärgerlich. Es tut mir leid, dass das kommt. Habt ihr eure Tasks fertig? Ja, ich bin fertig. Okay, ich auch. Und was passiert jetzt hier? Direkt mal ausschwärmen und schauen, ob hier irgendwo eine Leiche liegt. Könnt ihr machen, was ihr wollt, ne? Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Khan Imposter war, weil der macht jetzt hier die ganze Zeit zu. Versuchst du gerade blau zu sassen, Khan, indem du mich mit blau einsperrst? Is that what you're trying to do? Ich glaube, es ist noch Claudio. Goodbye, my lover. Es muss pink sein. Wenn es René nicht ist, dann ist es... Also, wegen? Wenn es nicht René ist, dann ist es pink. Wegen? Weil... Warum soll es jetzt René sein? Weil die Türen gehen die ganze Zeit zu, wo René und ich immer hin und her ja, laufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Khan ist. Ja, ja, der die und Tür Pink ist immer hinter uns, Danja. Also zu, Danja. Und bei Shields gehen die Türen zu, dann bin ich... Ja, René, was erzählen? Pink kann ja genauso gut wie ich zum Beispiel auch die Taktik haben, einfach bei den anderen Leuten sein und dann, deswegen nicht erwischt werden. Ne? Also glaube, das muss nichts heißen. Aber trotzdem müssen wir natürlich irgendwie jetzt... Die Frage ist natürlich auch... Gibt es jetzt noch Leute, die die Tasks machen müssen? Oder gibt es jemanden, der einfach von den Leuten, die erwischt wurden, die Tasks nicht macht? Ich habe alle fertig. Ich wollte auch pink, weil es ist schlüssig. Claudio Sass, ja, ich bin Sass, ist okay, aber die Türen gehen halt zu, René. Die Türen sind zweimal zugegangen, wo wir beide waren. So. Ja, das kann ja ja, aber das bringt ja pink auch nichts. Ja, aber das kann das ja... bringt ja pink nichts, wenn wir da zu zweit sind, ne? Weil man hat ja dann bei gesehen, mir waren auch die ganze Zeit die Türen zu und ich war mit, ich war mit Blau immer alleine und die Türen sind immer zugegangen. Meine Vermutung ist, dass Khan versucht, Blau zu sassen, indem er immer die Türen zumacht, wenn ich mit Blau irgendwo bin. Aber zufälligerweise gehen die bei mir und René zu. Deswegen. Keine Ahnung, ey. Komm, vertrau doch einmal Claudio und geh mal auf Pink, René. Jetzt vertrauen bitte, jetzt vote nicht mich, René. Nein, Claudio ist raus. Mein Vote hätte aber auch nichts mehr verändert. Claudio ist raus, Freunde, warum macht ihr denn sowas? Warst du's? Nein. Oh no. Ist es vielleicht wirklich blau? Oder ist es René? Hm.
Ja, gut. Du hast es auch gesehen, oder? Ich habe es auch gesehen. Ja, das... Okay, sorry, Claudio. Tut mir leid. So pink. Er hätte mich jetzt gewotet. Kann erzähl mal bitte, wie die Runde abgelaufen ist. Ja, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich war jetzt nicht so überrascht, dass Claudio mich verraten hat, weil ich war mit Claudio die ganze Zeit unterwegs und er wollte mir auch helfen. Ne? Ich hab dich halt nur gewotet, ich hab dich nicht verraten. Ja, doch schon. Schon ein bisschen. Ja, sorry, aber ohne dein Vote wäre ich auch nicht rausgeflogen. Mhm. Aber hast du es denn gesehen, Claudio? Wie? Ja, ich hab ihm gesagt, ich bin gewantet vor ihm. Ja. Und ich fand's aber ein bisschen schade, dass du dann gegen Pink gegangen bist, ne? Weil Ja, natürlich, das wusstest du doch. Woher soll ich das denn wissen kann? Ich hab doch in Edmund vor dir und Pinks Augen gekillt. Und ach Pink so. Hat mich nicht verraten, nee, ist doch klar. Ich dachte, Pink hätte Upload ja, gemacht. Ja, nee, ja, ich wusste ja. Das wirklich nicht. Aber ich fand's gut, dass du noch rausgeflogen bist. Ja, ganz gut. Aber gut, Leute, es hat heute wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch und auch mit René, Claudio und Danja und mir, finde ich. Es war wirklich sehr spaßig heute. Ja, waren besondere Runden heute dabei. Obwohl ich auch als Imposter letzte Runde nicht gewonnen habe, fand ich es trotzdem sehr, sehr witzig. Ja. Aber kann ich dich mal kurz fragen, warum hast du denn die ganze Zeit die Tür zugemacht? Bei Blau einfach so, einfach so. Ich dachte, der hat die Tür bei uns zugemacht, also es war ja random. Auch, man kann ja bei mehreren zumachen. Ach so, okay. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du versuchst halt Blau zu sassen. Nö, aber habe ich anscheinend gut gemacht. Krass. Ja. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.